Das ist schade, weil Böhm hätte ich sonst wieder dabei. Na, hier mal abwarten. Dürfen wir unsere Armee nach Holstein schicken? Robin hat auch diese komische Akte durchgebracht, okay. Aber ich kämpfe natürlich ein paar Rebellen, damitische Monarchisten. Und wer sollte das Gewinde auch, wenn sie natürlich einen Geländenachteil haben. Oh, Moskau macht ein bisschen goldene Haut und so weiter fertig. Und wir haben bisher 1474 erreicht. Ein Bauernregiment erhebt sich jetzt an. Die könnt ihr euch mal kümmern. Ja, also die diplomatische Operation ist eigentlich nicht das Problem. Wahrscheinlich die Anzahl Flotten und Armeestärke. Aber wo Flotte? Jetzt haben wir noch Geld, um 4 Parken gleichzeitig zu bauen. Also machen wir das doch mal hier, zack. Okay, da haben wir 3 Parken. Wir sind hier mal gleichzeitig. Und Brandenburg hat ein Ventium, ist mit Österreich geschlossen, okay. Ein Berater ist verstorben. Und zwar der Diplomatieberater, okay. Die Mission der Obern Schlesien, ja. Das fehlt mir noch, dass du dich mit Böhm prügelst. Die Hanse baut Truppen ab. Brandenburg habe ich auch noch nicht mit dabei. Ah ja, wenn wir das schaffen, ist das sehr, sehr fraglich alles. Wobei der Norweger wird uns natürlich helfen. Ich warte, ob irgendwas zu uns durchkommt. Nein, wir sind natürlich mal hier. So, ihr 3000 reicht schon, ihr 3 Schiffe. Schauen wir mal bei Ostsee ein bisschen rum. Und, oh, ich habe ein Schiff. Noch eine Galeere. Ja, ich schiebe mal noch Skane. So, ihr sammelt euch, was soll ich mal sagen. Richtig mit Militär zu bleiben. Okay, und wie ich sehe, ist der Schwede mit Krieg. Mit den deutschen Ohren, Riga, Limousin und der Hanse. Und was geht's denn? Angreifer gegen deutsche Ohren, eine polnische Unterwerfung vom deutschen Ohren. Ah ja. Okay. Ja, Polen hast du noch dazwischen. Sollte vielleicht mal die Beziehung verbessern. Polen schon wieder so Militärzugang. Deutsche Ohren, tut mir leid, er hat keine Chance gegen diese Masse. Wir müssen hier mal einen Flug verbinden und wieder weiter rumschippern. Wenn du willst. Ey Hans, wie wäre es jetzt mit dem Militär zu lernen, damit du schön Schweden direkt einmischen kannst? Die sogar wir, ist doch gar keine schlechte Idee. Mal kurz hier die Diplomaten aus Böhmen zurückholen. Hier haben sie aus dem Militär zu kommen.
Ich hoffe, du marschierst in Schweden ein. Ansonsten bauen wir mal weiter ein paar Tempel. Das nächste ist da. Schweden will Militär zu tun. Ja, träumt weiter. Import von Schiffsbedarf. Vielleicht wäre es auch der perfekte Moment, um Schweden die Krieg zu erklären. Jetzt, wo sie in Polen beschäftigt sind. Naja, allerdings ohne Brandenburg und Böhmen ist halt wieder so eine Sache. Ob Böhmen würde fast sogar mitmachen. Wir verlieren wieder Prestige. Sie gehen wieder nach Smeiland, nach Kopenhagen. Und das finde ich nicht gut. Feindlich gesonnen. Ach, was lasse ich dann? Ich wünsche es nur minus 60 dabei. Ist interessant. Ansonsten holt sich Ungarn gerade Kiew. Das Bild von Kiew zurück. Kroatien hat sich mit Toskana verbündet. Okay. Oha. Der Vatikan breitet sich ganz schön aus. Franzose kommen, kämpft gegen den Burgunder und gegen Kastilien. Hier hat sich, ja, Dings hier aber unabhängig erklärt. Nee, sie macht sich hier etwas breit. Tja, alles eine sehr interessante Entwicklung. Umkämpfte Nachfolge. In Polen. Okay. Aber vor unserem Arch 59, damit kann ich bald noch sterben. Ah ja, das Geld nehmen wir doch gerne. Können wir weiter ausbauen. Tempel. Tja, dann noch ein Holstein. Und Mecklenburg. Hätten wir die auch schon mal überall gebaut, sehr schön. Ansonsten handelsmäßig kassieren wir mal mehr ab, sehr schön. Der Handel ist inzwischen unsere lukrativste Einnahmequelle geworden. Steuern nehmen wir gerade mal 7% ein, eieiei, ganz schön gering. Ja, der deutsche Raum wird natürlich überrannt. Ich würde mir wünschen, dass die Hansewesen noch die schwedische Flotte versenken würde. Ich finde noch irgendwo ein Tempel bauen. Wo? Achso. Auf Bornholm. Gut, das sollten wir dann auch mal ruhig machen. Böhm ist Mitglied im Bündnis Bayern. Okay. Und Braunschweig wird hier echt immer größer. Mainz holt sich auch mal die Reste von Hessen. Tja. Auch schon so eine Einheit leisten. Dann nehmen wir gleich mal Kavallerie, wir müssen ja die Kleingeld dazu haben. Ich bin schon Burgund ist gestorben. Tja, hat Österreich das hier alles einkassiert. Oha. Hainaut wurde unabhängig. Interessant. Aha, England mit seinen kleinen Schnipschen hier noch.
Polen halt, auch die Ansicht zu wünschen, ich hätte dich gern wieder als Verbündeten zurück, damit wir gemeinsam in Schweden plätten können. Aber Rudolf der Fünfte wurde scheiße von Marien und dem Deutschen Reich, deutsche Nation. Sie hat noch eine Reichsreform durch, ziemlich früh. Okay. So, wir wollten ja noch einen Kavalleristen bauen. Zack. Ansonsten Schiffe könnten wir noch zwei bauen. Tja. Können wir ruhig mal machen. Und zwar noch einen Galeere, der 15 haben. Und ich würde mal zur Abwechslung sagen, noch ein Transportschiff. Wie unsere kleine Transportflotte auch mal wieder größer wird. Und Entdeckungen werden bekannt. Die Azoren. Und ein Grenzdisput. Ja. Die Meinung von der Hand zu uns ist um 50 gesunken. Womit ich persönlich kein Problem habe. Los, Hansa, macht die Schweden damit platt. Ach man, warum will denn Brandenburg nicht mit? Das ist doch blöd. Mag ich's doch. Tja, jetzt hat sich viel bei den kleinen Teilen jetzt geholt und ich hatte zum Krieg mit Trier und Frankfurt. Weil Trier Mainz erobern will. Zu Brandenburg wieder verbessern und wir können ein bisschen Technologie investieren, jawohl, kleine Botschaft bauen, ja, verliere ich die bisschen Prestige. Ich denke mal, bei einer Botschaft werden wir jetzt auch sparen, auch wenn die mit knapp 1000 sehr sehr teuer ist und es eine ganze Weile dauern wird. Werden wir das jetzt mal machen. Wir tun wenig globalen, ja. Nehmen wir die Hansa als Rivalen rein. Und Deutsche Orden ist jetzt ein Vasall von Polen. Und Novgorod kämpft weiter gegen die Wunschen und das ist interessant. Ja, wir haben ein paar Bauern in seinem Land. Es war nicht die Moralregeneration am Land. Ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme. 20 Minuten oder so, wer weiß. Ist auch egal. Was gehört? Ging es jetzt ein, okay. PM schon einkassiert. Und auch bei minus 3. Minus 2 ist erlaubt, so minus 3 durch ihn. Oha, was ist hier los? Das Land Böhmen, eure Verbündete, wurde eure Unterstützung brandenburgischer Oberung von Breslau gegen Brandenburg an. Dieser Verteidigungskrieg Brandenburg oder Jesus? Tja. Gute Frage, für wen entscheiden wir uns jetzt? Für Brandenburg oder für Böhmen? Ich würde sagen, wir entscheiden uns mal für Böhmen und helfen ihnen gegen Brandenburg.
So, mal Teil der Armee, unser kleiner Transportflotte. Geschwindigkeit mal eins runtergehen. Das Bahnprogramm arbeitet immer noch trotz des Krieges. Geben wir da nochmal Rupien. Also haben sie jetzt einen Pferd den Krieg, aber den Krieg gibt es keine gegnerische Flotte, also könnt ihr auch weiterfahren. Und der Böhm macht auch mal bereits den Brandenburger fertig. So, eben setzen wir Brandenburg. Ob's nein, ihr solltet hier. Hier ist der Österreich auf Seiten von Böhmen mit. Kämpft es nicht gut und da ist eine braunschweinische Armee. Also noch ans Bach und zwei Sterne General, oha. Ja, die Schlacht sollten wir jetzt wohl eigentlich gewinnen. Aber eher verlieren und wir haben natürlich auch keine Antwort. Stimmt, ich erinnere mich. Und sie haben verloren. Das ist schlecht. Die Frage ist, wo ziehen wir uns zurück? Bis nach Danzig. Okay. Ja, im Nachhinein war es vielleicht auch eine schlechte Idee, sich auf die Seite von Böhmen zu stellen. Ich kann uns auch eine weitere Idee gönnen. Okay, was nehmen wir da? Schwierig. Ich denke, um später vielleicht mal Kolonien haben zu können. Wäre später auf jeden Fall ein Ziel von mir in Kanada Fuß zu fassen, aber jetzt erstmal noch unrealistisch. Also wir nehmen erstmal Wirtschaft zu dem Geld, ist immer gut. Die Brandenburgische Armee jetzt hier, durch das war es dann so für unsere Armee. Oh ja. Ich bin komplett vernichtet. Ja. War eine ganz schlechte Idee, sich auf die Seite von Böhmen zu stellen. Weil wir unsere ganze Armee einfach mal eben so verloren. So, guck mal, kommt der Brandenburger noch. Die Lage eingestehen. Zu Geld? Nein, das natürlich nicht. Oh, würde ich mir jetzt hier schmacken, ich gerne. Okay. Tja. Wird glaub. Wir haben Schlacht gewonnen, weil wir nicht mehr Küste. Auf, dass ich jetzt auch mal lieber heimkehren, das wäre eindeutig zu riskant. Wenn ich schon eine österreichische Flotte hier so weit oben umkurft. Und unser Geld, was wir jetzt eigentlich für die Botschaft sparen wollten, können wir erstmal wieder raushauen. Für eine Armee. Erstmal jede Menge Infanterie. Das Glück machen uns der Brandenburger noch, dass wir das Bündnis gleich wieder erneuern werden können. Oh, da kommt der Norweger.
zahlenmäßig klar unterlegen. Nurnberger Danzig besetzt, ja. Kann ich leider erstmal nichts gegen machen. Wir rekrutieren noch weiter. Die haben Schiff zu viel. Okay. Ja, wir versuchen uns verhandeln. Mecklenburg-Nationalisten kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ja, Böhm. Holt wie Danzig zurück, das finde ich sehr gut. Sehr lobenswert auf jeden Fall. Der Norweger. Ach, da unten, okay. Wir verlieren mal eine Stabilität. Holen sie aber auch gleich wieder ein. Kriegsmöglichkeit können wir auch mal senken. Fertig. Ich werde aber jetzt 12.000 Mann. Der Rest wird ein Cavalry sein. Und wir haben Frieden geschlossen. Ah, nee. Ach ja, ja, Trier oder Trier Böhmer kündigen. Trier Schloss Frieden, noch nicht wir. Okay. Ich glaube, der Engländer gegen Böhmer. Interessant. Gut, aber wie es weitergeht in diesem Krieg, den wir wohl verlieren werden hier, sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann.